Freunde, einen wunderschönen Freitagabend wünsche ich euch. Es ist bald Wochenende und das heißt, ich werde wieder Livestream. Heute Abend würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr einschaltet auf twitch.tv/earlyboy. Und Freunde, es ist etwas passiert. Ich bin zwar gestern nochmal gestorben durch ein weiteres TNT. Hab das Minecart mit einem Schwert abbauen wollen und naja, dann ja, was ist explodiert. Ich wusste nicht, dass wenn man so ein Schwert anhaut, dass es explodiert. Auf jeden Fall bin ich ein bisschen vorangekommen und habe hier jetzt ein schönes Loch, weil wenn ich das Minecart mit Powered Rails anschiebe und die dann reinballert ins Loch, dann macht es schon ganz gut Schaden, habe ich jetzt rausgefunden. Deswegen geht das übelst fit, deswegen brauche ich nur ein bisschen mehr Gunpowder, damit wir da rankommen. So, des Weiteren, Freunde, ich bin jetzt theoretisch, außer von meinen PvP-Skills her, bin ich nicht mehr aufzuhalten, denn ich habe eine OP-Rüstung. Ich habe Fire Protection, ich habe Protection, Protection und Projektil Protection. Ich habe Feather Falling, ich habe alles außer Dornen, was man braucht, was man haben kann. Darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Ich habe ein OP-Schwert, ich habe alles drauf auf dem Schwert, was es gibt. Genauso mit dem Bogen. Die Armbrust könnte noch ein weiterer Quick-Charge-3 vertragen. Ansonsten hat auch die Armbrust alles, was sie braucht. So, ich bin voll und ganz zufrieden. Liebe geht auch mal raus an Kevin für die Pickaxe, die er mir gegeben hat. Und, glaub ich glaube, Hose hat er mir gegeben oder Brust. Die Brustplatte hat er mir, glaube ich, gegeben. Eins von beiden. Ehre geht da an der Stelle auf jeden Fall nochmal raus. Aber ich habe gestern sehr, 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 sehr lange daran gefahren. Damit ich endlich wieder eine Rüstung habe. Beziehungsweise endlich meine Rüstung habe. Weil auch bevor ich gestorben bin, ich habe die ja nie wirklich nutzen können bis dahin. So, des Weiteren müssen wir jetzt gucken, wie ich diesen Berg hier loswerde. Ich brauche unbedingt Gunpowder, Freunde. Ich weiß, dass Kevin und Basti eine Creeper-Farm gebaut haben, aber ich habe keine Ahnung, wo die ist und die haben gesagt, nö, darf keiner nutzen. Das heißt, ich kann da jetzt nicht einfach rangehen. Wenn ich jetzt einfach rangehe und die nutze, dann wäre das halt kacke. Deswegen kann ich, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich an Gunpowder kommen soll. Deswegen, wenn ihr eine Idee habt, sehr gerne in die Kommentare damit, weil Creeper-Farmen geht doch in der Nacht nach Creeper suchen. Habe ich alles getan. Ich finde keine Creeper. Wenn du da gezielt nachsuchst, findest du sie nicht. Wenn du nicht nachsuchst, stehen sie auch mal hinter dir und explodieren. Ist kacke. Muss man mitleben. So, des Weiteren, bevor die Frage gleich wieder aufkommt. Es gab es geschrieben Petrit. Wir haben heute mit Petrit geredet. Es gab übelste Missverständnisse gestern. Deswegen, es hat sich jetzt alles geklärt. So, es ist jetzt alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ihr könnt alle chillen. Ihr braucht nicht die ganze Zeit schreiben, Ban Petrit. Dies Petrit ist kacke, dies ist das Ananas. Das war gestern alles ein bisschen kacke und es war einfach ein übelstes Missverständnis. Warum ist mein Lama frei? Hier ist Kiste. Für Early von Basti? Dem traue ich nicht. Ist nicht eine Restzone-Chest? Was? Warum? Womit habe ich das denn verdient? Und womit habe ich das verdient, dass er mein Lava freigelassen hat? Aber womit habe ich das verdient? Protection 4, das wäre ja voll nett. Danke, Basti. Ich weiß zwar nicht, wohin damit, aber ich muss ja irgendwie Blatt schaffen. Hier. So, das nehmen wir auch noch raus. Ja, holy shit, ey. 10. Ja, gerade steht Creeper. 10 Dias, bisschen Bone Meal, Dschungelbäumchen. Das finde ich doch ganz nett. Damit beschweren kann ich mich eigentlich eher weniger. Ja, danke, Basti. Nur, warum hast du meinen Lama freigelassen? Weil mein anderer, es waren nur Anfang 2 Lamas und ich weiß inzwischen, wer der Übeltäter ist, der mein erstes Lama geklaut hat. Das war nämlich Castcrafter. Es muss dafür nämlich auch noch Rache geben. Dafür würde es definitiv Rache geben. Ich habe keine Ahnung, wo die andere Leine ist. Ich habe keine Leine mehr. Hallo, Leine? Habe ich nicht hier irgendwo in irgendeiner Kiste waren? Ah, hier ist eine Leine. Oh, zum Glück. Das wäre es gewesen. Ich weiß nicht, warum Castcraft das gemacht hat und mein anderes Lama geklaut hat. So, Punkt 1, er hat es entführt. Punkt 2, er hat es Klim geschenkt. Weil Klim hat auf einmal ein weißes Lama. Oh, und er weiß, der sagt nur, Castcraft hat es geschenkt. So, er soll drauf aufpassen. Das heißt, Castcraft hat mein Lama geklaut. Ich verstehe nicht, warum, wieso, weshalb. Aber wenigstens das hier, wir brauchen noch Namen. Leute, schreibt mal Namen in die Kommentare. Wie soll dieses Lama heißen? Wie ist dein Name? Hm? Hast du Ideen? Hast du Vorschläge? Nee? Okay. Schade. Wolltest du mich gerade anrotzen, Bruder? Doppelhack. Okay. So.
Was gibt's sonst noch Neues? Eigentlich nicht wirklich viel. Wie gesagt, also Patreon hat sie jetzt alles geklärt. Es ist alles redefreier Eierkuchen. Es war einfach ein übelstes Missverständnis. Und wenn in Zukunft noch was mit Patrick sein sollte, Freunde, dann ist es okay. Wenn Patrick in den nächsten Tagen zum Beispiel hingeht und bei mir etwas in die Luft jagt oder was anzündet oder mich tötet, was weiß ich, ist das okay. Wenn irgendwas nicht okay ist, dann schreibe ich ihm privat und schreibe ihm, yo Patrick, das ist mir gerade zu viel. Ansonsten ist es okay. Weil irgendwo ist es ja auch, wir wollen das ja alles so gestalten, dass es, also zumindest ich möchte es so gestalten, dass es für euch unterhaltsam ist und ich habe ja auch Spaß daran. Wenn die ganze Zeit nichts passiert, so warum brauche ich eine OP-Rüstung, wenn ich niemals zum Kampf komme? So, irgendwo macht es halt, ist es halt schön, dass halt noch irgendwer da ist, der ein bisschen Stress schiebt. Und ich habe im Moment keinen Bock, mich gegen Revi oder Kevin anzutreten, weil dann sterbe ich nur noch. Da habe ich keine Lust drauf. So, diesmal ist es halt Patrick, der da ein bisschen Stress schiebt. Ist schon okay. Wie gesagt, das hat sich alles geklärt. Und deswegen, wenn in den nächsten Tagen nochmal irgendwie Patrick kommt, ein bisschen Stress schiebt, was weiß ich. Er weiß, was okay ist, er weiß, was zu viel ist und er weiß, wann Schluss ist. Und deswegen hört dann bitte auf und fragt nicht danach oder schreit danach, dass Patrick unbedingt gebannt werden muss. Wie gesagt, das ist dann alles okay und passiert in Maßen, wie es halt, wie wir gesagt haben, jo, das ist fein. So, geht alles fit. Nein, mir gefällt Spark sein Haus. So, deswegen, hoffentlich ist das Thema jetzt auch geklärt. Hoffentlich gibt es da dann auch langsam Ruhe. Und hoffentlich haben wir jetzt alle ein bisschen mehr Spaß. Mein Wunsch wäre so ein bisschen, dass sich vielleicht ein paar Leute Patrick anschließen. Das fände ich ganz cool. Damit Patrick vielleicht ein paar mehr Leute hat, weil aktuell sind es halt gefühlt alle gegen Patrick. So, damit es ein paar Leute gibt, die halt so eine kleine Armee haben. Damit Patrick halt nicht jedes Mal alleine kommt, wir klatschen ihn um und er ist tot. So, ist halt langweilig. Deswegen wäre es cool, wenn da halt irgendwie 4, 5 Leute bei Patrick sind und die uns dann angreifen und wir dann einen richtigen Fight haben. Das wäre mal cool, weil Patrick kann halt alleine gegen uns alle nicht wirklich viel anrichten. Und ist halt, ja, ist halt ein bisschen schade und ein bisschen traurig. Und deswegen hoffe ich, dass das in Zukunft besser gehandhabt wird und besser läuft. Also, ne, ich hoffe mal. Ich bin mal auf jeden Fall gespannt, wie es da sein wird. So, jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zu Kunga, gehen den nochmal eben ärgern. Und dann sind wir auch langsam durch, weil ich will noch ein, zwei Sachen fertig machen. Und ich möchte nachher Livestream, Freunde. Hier ist schon wieder ein Raid. Beziehungsweise eine Patrouille ist hier. Oh, das ist der. Oh, Freunde, pass auf, wir machen was ganz anderes. Wir machen einen Raid. Wir machen einen Raid. Wir machen einen dicken, fetten Raid. Wir gehen jetzt dahin, wo der Villager ist. Und ich hoffe, der ist eingesperrt. Wir machen jetzt einen dicken, fetten Raid zum Schluss. Wunderschön, Alter. Das Problem wird sein, ich werde wahrscheinlich sterben, wenn ich Pech habe. Weil der, ja, die sind ein bisschen stärker, die Gegner. So, Armbrust in die Hand. Goldene Apfel brauche ich auch noch notfalls hier. Axt brauche ich nicht. So, dann gehen wir da rüber. Und weil da ein Villager im Umkreis ist, dann wird ein Raid aktiviert und dann kommen ganz viele Gegner und machen da ein bisschen Action. Und das Geile daran ist, wenn dann Evoker spawnt, droppt er halt ein Totem und das Totem kann ich halt benutzen, um zu überleben. Wenn ich das halt in der Second Hand oder in der First Hand habe, also in der Main Hand, Second Hand, dann überlebe ich, wenn ich sterben würde. Wenn ich so viel Schaden bekommen würde, der mich töten würde, kriege ich Schaden auf, glaube ich, 0, also auf ein Herz runter und dann werde ich halt übelst geheilt. Und das wird, finde ich, nice. Finde ich mega nice. Wobei, da ist auch ein Villager. Warum ist da nicht der Raid ausgelöst worden? Ah, da kommt er. Wunderschön. So, Freunde, jetzt geht die Party, glaube ich, jetzt richtig los. Da tötet das Kriegshorn, von der Richtung kommt es. Jetzt müssen sie auf jeden Fall da sein. Ich suche die ganze Zeit wie bescheuert. Da sind sie. Ich habe nämlich die ganze Zeit wie bescheuert nach denen gesucht. Die haben mega blöde Spawnpunkte. Aber jetzt müsste richtig die Party abgehen. Und mit etwas Glück kommen auch ein paar Evoker dazu. Dann kriege ich vielleicht mal wieder ein Totem. Das sind jetzt auf jeden Fall ein paar. Aber die haben Hexen dabei. Ich wusste das gar nicht. Ich dachte, letztes Mal war das random, dass da Hexen dabei waren. Das ist gar nicht random. Das gehört dazu. So. Das gibt's auf die Schnauze. Die Hexen müssen auch auf die Schnauze kriegen. Da oben schwirrt noch einer rum. So, Mister, gute Nacht. Hexe, gute Nacht. Die gehört auch dazu. Hätte ich gerade vergiftet, die blöde Kuh. Die hat mich vergiftet, ne? So, eine letzte. Ist nämlich da oben. Gehen wir hoch. Holen wir weg. Klatschen wir um. Hier muss auf jeden Fall irgendwie das Gebiet ein bisschen verändert werden, damit hier, wenn man hier besser von A nach B kommt. Aber ist es nicht mein Bier. So, wo ist der her? Ich will noch laufen. Irgendwo hier vorne ist er. Komm her, Freundchen. Komm. Hör dich doch. Wunderschön. So, nächste Welle lädt auf. Jetzt muss ich wieder schnell zum Villager, weil dann höre ich nämlich, von wo die kommen. Dann laufe ich nicht wieder wie bescheuert durch die Gegend. Wo war denn das jetzt? Ah, da! Ah, ja! Ah, ja. Oh, oh, oh! Oh, oh! Oi, oi, oi! Oh, Spark! Alarm! Alarm! Spark! Alarm! Oh Gott!
Oh Gott, aber das sind meine Moment. Ich sag mal einmal, sagen wir als allererstes, sammeln wir mal eben kurz den Totem ein. Habe ich Totem eingesammelt? Oh, jetzt hat drei Totem. Drei Totems. Zack, wunderschön. Oh, jetzt habe ich richtig Party. Jetzt habe ich richtig Party. Jetzt habe ich richtig. Oh, Nevoka auch noch. Nevoka! Das war tot, das war tot, das war tot, das war tot. Uiuiuiui. Ah, warte mal, der Evoker ist tot. Das heißt, ich kann sein Totem einsammeln. Hier ist gedroppt, oder? Oh, hier. Uiuiuiui. Müll weg. So. Wieder Sachen einsammeln können. Oh, die wechseln so. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Geht weg. Oh. Haben wir weg. Der auch noch. So, kurze Sekunde chillen. Müll loswerden. Müll. Brauchen wir kein Mensch. Die Butter behalten wir. Aber Unbreaking Crossbow Boy nicht. Kann ich nicht brauchen. Normaler Crossbow Boy auch nicht. Knochen weg. Scheiß drauf. Zack, zack. Sortiert. So, brauchen wir nicht. Wunderschön. Alter, wir haben richtig viele Totems. Ich habe richtig viele Totems eingesammelt. Richtig viele Totems. Ey, damit kommen wir jetzt richtig gut voran. Okay, die Vex ist sterben. Jetzt ist die Frage, wo sind die letzten Evoker? Oh, die sind da drin gespawnt. Das ist ja belassen. Es gibt, glaube ich, irgendwie eine Möglichkeit, eine Farm daraus zu machen, ne? So, Problem gelöst. Danke. Scheiße, es leben immer noch welche. Fuck, wo sind die denn? Oh mein Gott, das war knapp. Das wäre jetzt wirklich schief gegangen. Ich habe gewonnen! Ich habe gewonnen! Ich habe die letzte Welle abgewehrt. 1, 2, 3, 4, 5 Totems. 5 Totems hat gegeben. Und er ist immer noch nicht wirklich billig. 10 Emeralds will immer noch haben für ein Manning-Buch, aber genau, die haben wir gerade. Aber wir haben... Ich habe kein Büchlein dabei. Wenn ich ein Büchlein dabei hätte, wobei wir auch nur eine Ender-Chest, kann ich mir noch ein Manning-Buch traden. Das mache ich jetzt auch gerade. Für 10 Emeralds geht das nämlich übelst fit. Ich finde das neue System von den Villagern ganz cool. Ich finde das mit den Raids ganz geil. Ich bin mal gespannt, was auf jeden Fall in Zukunft noch kommen wird in Minecraft. So, Freunde. Ich habe jetzt über eine halbe Stunde für den ganzen Spaß gebraucht. Ich würde sagen, ich bin jetzt erstmal raus. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Folge. Vor allem das mit dem Raid. Und ich bin jetzt endlich ausgerüstet. Ich bin ausgerüstet und bin gewappnet für Kämpfe, etc. Deswegen, Freunde, lasst ein Däumchen nach oben da. Wenn euch die Folge gefallen hat, ich würde mich da riesig drüber freuen. Und dann würde ich sagen, haut da rein. Wir sehen uns morgen zur nächsten Folge. Bis dann. Tudelidu. Tschüss.